Bleib im Wasser. Nicht explodieren. Sonst wird Papa böse. So, super. Sehr schön. Das war's, ne? So, gucken wir mal. Wow, 8 Pfeile. Das war ja eine Riesenausbeute. Warum kann ich denn diese hier nicht nehmen? Die liegen hier so rum. In jedem anderen Spiel kannst du jetzt E drücken. Und dann ist der Pfeil im Inventar. Nur in Minecraft nicht. Finde ich kacke. So. Eimer. Es ist voll alles im Eimer. So, wir brauchen Wasser überall. Oder so. So. Jetzt machen wir nämlich Folgendes, meine Freunde der schlechten Unterhaltung. Ja, sonst wärt ihr ja nicht hier. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen hier kurz ein Viereckchen. Ein Viereckchen. Und ihr wisst, was passiert. Hier spielt ein Pro-Gamer auf höchstem Nimo. Der kann auch nicht sprechen. Das muss der noch lernen. Oh, kacke. So viel zum Pro. Alles wird sich ändern, wenn ich proben. Wenn ich proben, wird sich alles ändern. Ja. Das sage ich mir immer wieder, wenn ich nachts im Bett liege. Und jeden Morgen wache ich auf und merke, es hat sich nichts getan. Macht's das eigentlich auf beiden Seiten gerade? Oder bilde ich mir... Oh, da ist eine Kurve drin, das können wir so nicht lassen. Ich glaube, es funktioniert gerade auf beiden Seiten. Klar. Na dann, geht das ja viel schneller. So. So. Mega spannend, was hier so passiert. Ich weiß, ihr habt kaum... ihr könnt euch kaum auf den Stühlen halten. So spannend ist das gerade. Ach ja, ach ja. Und es sind bei mir tatsächlich gerade Ferien, obwohl, wenn dieses Video rauskommt, ich glaube, dann sind sie schon vorbei. Ich habe nämlich nur eine Woche. Und wir sind quasi schon mittendrin, statt nur dabei. Deswegen ist es wahrscheinlich leider schon vorbei, wenn die Visio rauskommt. Dann ist die Geschichte leider schon wieder beschrieben. Ja, so ist das halt. Wenn man nur eine Woche Ferien hat, dann geht das einfach viel zu schnell vorbei. Aber so ist das halt im Leben. Aber es ist ja schon bald Weihnachten, meine Freunde. Unglaublich aber wahr. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und dieses Jahr freue ich mich ganz besonders auf Weihnachten. Weil dann ist das Praktikum vorbei. Naja. Obwohl, dann werde ich dann den Mark wieder vermissen. Oh, scheiße, jetzt habe ich seinen Namen gesagt. Ich darf jetzt nur nicht sagen, wen ich meine. Der Kollege halt. Dann werde ich nicht mehr mit ihm arbeiten. Das ist dann irgendwie auch schade, aber ja. Man kann nicht alles haben, Freunde. Freunde der Zeit. Obwohl, warum Zeit? Wir sind doch keine Freunde der Zeit. Weil die Zeit heilt alle Wunden. Doch vergessen kann man nicht. Ach, und ich bin schon wieder dabei, Onkels Lieder zu zitieren. Und ich habe auch schon im Kopf das Lied und will schon fast singen, aber ich lasse das jetzt. Ach ja, stimmt ja. Vor Weihnachten habe ich ja noch das Konzert. Da freue ich mich ja auch ganz besonders drauf. Habe ich ja auch schon erzählt.
Aber das kann man ja nicht genug sagen. Ich habe heute übrigens am Morgen früh, es ist, ich war schon ziemlich früh am Rechner, habe ich auch noch einen anderen Streamer geguckt, einen Schweizer Streamer, bei dem man es aber auch viel gewaltiger hört, dass er ein Schweizer ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt erklären kann, aber ich glaube, er hat wirklich sehr mit Akzent gesprochen. Das soll natürlich jetzt nicht gemein sein oder so, aber ich finde das sehr lustig. Aber das Krasse ist, der Typ, gut, wahrscheinlich mache ich einfach was falsch, aber der Typ, gut, der ist schon 4 Jahre oder so auf YouTube und macht auch schon lange Streams, und über Streams kriegst du halt irgendwie mehr Zuschauer, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall, der hat irgendwie, keine Ahnung, 5000 Abonnenten oder sowas oder 6000. Ist schon krass. Und ich gammle hier mit meinen 500 oder so. Wo die Hälfte oder... Nee. Wo 90% gar nicht richtig guckt. Dann, ja. Ist das schon ein bisschen deprimierend. Aber ist schon krass. Oh, jetzt habe ich es genommen und gleich wieder reingeschmissen. So, hallo? So. So, dann machen wir da wieder zu. Fertig mit Wasser hier. Eieiei. Und ich bin am Überlegen. Irgendwie habe ich gar keinen Bock, hier weiter Terraforming zu betreiben. Um ehrlich zu sein. Und das Haus finde ich einfach immer noch irgendwie hässlich. Muss ich einfach sagen. Es gefällt mir einfach nicht. Und ich habe ja immer noch den Traum, irgendwann da hinten wie ein Staudamm zu machen. Das wäre so cool. Oder alleine, wenn hier oben ein Wasserding wäre. Hier so. Quasi eine Wasserquelle, die dann hier runterläuft. Wäre schon cool. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Aber nicht heute. Und ich habe mal keinen Kaffee bei mir. Das muss ich auch noch sagen. Deswegen muss ich jetzt mal hier... Moment. Ich muss hier mal eine Flasche hochholen. Und damit meine ich nicht mich, weil ich sitze ja. So, ich nehme mal kurz ein Schlückchen. Moment. Das war ein sehr großes Schlückchen. Ah, lecker, lecker, lecker. Weil ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken, dass ich ehrlich gesagt jetzt irgendwie gar nicht mehr noch mehr wollte. Ach ja. Das Haus ist wirklich irgendwie komisch. Ich überlege gerade. Fällt wahrscheinlich gar nicht auf. Und es wird Nacht. Und ich will mal wieder ohne Cheaten spielen. Deswegen werde ich mich gleich hinlegen. Sobald es die Nacht erlaubt. Und ich habe ehrlich gesagt auch überlegt, ob ich in dieser Folge bzw. in dieser Aufnahmesession mal wieder bei den Anders reingucke. Was könnten wir eigentlich machen? Das könnten wir eigentlich machen.
Weil ich habe gehört, die haben wieder ziemlich was gebaut. Nur ich hatte halt die Hoffnung, dass ich dort sehe, also dass die online sind, wenn wir reingehen, damit wir vielleicht eine Führung kriegen. Hallo, Server? Jetzt. Jetzt gehen wir einfach mal spontan rein. Oha. Oh. Ist es gerade Nacht? Oder warum hören wir zu? Ach so, es regnet. Und hier kann ich definitiv nicht cheaten. So, ich muss gerade gucken, wo wir überhaupt sind. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Es ist schon etwas länger her, seit wir hier waren. Und wo ist das Zombie, was ich gehört habe? Alter, das ist so ungewohnt, so schnell zu laufen. Oha, die ganzen Boote da unten. Okay. Ich kann mich noch erinnern, wo wir da unten in der Bar gesessen sind und nur Scheiße gemacht haben. Was ist das hier? Das ist doch hier so ein Command-Block, oder? Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Außerdem sieht es hier, entweder wurde hier mal gesprengt oder man wurde sehr schnell abgelenkt beim Bauen. Ich weiß es nicht genau. Wir könnten jetzt hier einfach das Pferd klauen. Ist das ein Skelettpferd? Das sieht aus wie ein Skelett. Das haben wir hier. Aha. Ist das etwa ein geheimer Eingang? Redstone-Block. Okay. Kann man machen. Oh, jetzt wird es aber, glaube ich, wirklich Nacht. Aber ich glaube, da unten habe ich von oben her Betten gesehen. Oha. Warum musst du dir immer wehtun? Warum? Okay, das scheint keine Bar mehr zu sein, oder? Doch, ist, glaube ich, immer noch eine Bar. Wunderbar. Es ist doch nicht Nacht. Aber es sieht so aus. Ich will doch schlafen. Jetzt habe ich gelesen, gebratenes Gammelfleisch statt Hammelfleisch. Möchte gerne schlafen, bitte. Ich will schlafen. Kann denn nicht jemand dieses Wetter ausmachen, bitte? Ich will schlafen, ich will schlafen. Ich habe doch das hier extra mal repariert. Warum ist denn da jetzt wieder so? Was passiert denn hier? Oh. Was haben wir denn da? Na, sieh mal einer an. Eine Höhle. Wo wahrscheinlich schon nichts mehr drin ist. Denn diese Familie ist sehr fleißig, was es, ja, wenn es ums Bauen und Abbauen geht, ist der Wahnsinn. Hier steht wahrscheinlich immer noch dasselbe. Ja, WG, jeder willkommen. Was haben wir da? Ah, ach, das kann man ja auch als Bild machen. Wusste ich gar nicht. Gut, was weiß ich schon. Skelett habe ich gehört. Skeleton, Skeleton. Aber funktioniert das denn auch auf dem Bild? Ändert sich das? Skelett. Wo bist du?
du bist und bleibst das alte Arschgesicht. Ist das schon wieder so ein Kommandoblock? Passiert nichts. Naja. Da geht eine Treppe hoch. Beziehungsweise eine Leiter. Ich glaube, das hat sich bewegt. Ein bewegender Moment. So, da ist nichts drin. Oh, da habe ich mir einfach mal die Tür vor den Latz geknallt. Tatsächlich, jetzt haben wir es gerade gesehen, wie es sich bewegt hat. Sehr cool. Ich glaube, so ein Ding muss ich mal machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich auf die Nacht warten soll. Die Nacht muss eine Frau sein, denn sie hat uns geboren. Kennt ihr das Lied? Nur für dich. Nee, 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 nee. Nee, warte. Jetzt reicht's aber. Ich bin gerade in musikalischer Stimmung. Ich weiß nicht warum. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich vorhin eben in diesem Stream war. Oh, da ist ein Lück. Na, sieh mal einer an. Was ist denn das hier? Oh. Super. Und ich dachte, jetzt hier geht's irgendwo in einen geheimen Raum oder sowas. Das wäre ganz cool gewesen, aber nein. Kann ich jetzt schlafen? Nee, noch nicht. Ja, Knarf. Ich glaube, das ist auch provisorisch hier. Aha. Wir können gleich schlafen, glaube ich. Wir müssen nur geduldig sein. Wir müssen geduldig sein. Dann dauert es nicht mehr lang. So, jetzt reicht's aber, Mann. Wenn man nicht singen kann, sollte man es einfach lassen. Sonst werden mich alle hassen. So, jetzt kann ich endlich schlafen. Welcome to the Trado Game Server. Das könnte man übrigens ändern. Ne? Würde ich mal machen. Ich glaube, ich habe das bei mir auch geändert. Ja, es regnet nicht mehr. Es kann ja nicht immer regnen. The Crow. Ein Film, den ich einfach liebe. So. Bitte was? Mach nicht so einen Lärm. Mach doch nicht so einen Lärm, Junge. So, wir gucken mal ins Stadion. Falls wir da noch einen Weg nach drin finden. Alter, was ist denn da? Okay. Das Stadion ist mir gerade egal geworden. Hey Mann, du bist immer voll unkonzentriert. Das ist ja cool. Da muss ich hin. Und da hinten schon wieder was. Aber sowas... War nicht sowas vorher beim Stadion? Hat man da jetzt nochmal so eins gebaut? Erscheint mir fast so. Und ich höre meine Katze, oder eine von zwei, die irgendwo am Rummiauen ist. Warte mal. Das ist doch hier dieser Lavaboden. Kann man auf dem laufen?